Watch out! Regina Hornung ist von ihrem Ursprungsberuf Architektin und Mediatorin im Bauwesen. Sie hat ihre Atemausbildung bei Erika Kemmern gemacht. Manche von Ihnen haben Erika Kemmern im Kurs kennengelernt. Und sie leitete von 2002 bis 2006 das Atemzentrum Berlin-Mitte. Sie hat es auch gegründet und 4 Jahre geleitet. 2004 hat sie dann diese Burnout-Studie initiiert und wir verdanken ihr vor allen Dingen, dass diese Burnout-Studie durchgeführt wurde, weil sie sehr mit ihrer Energie als Projektleiterin und ihrer Erfahrung aus diesem Bereich sehr stark dahinter war, dass diese Burnout-Studie durchgeführt werden konnte. Im Vorgespräch hat sie mir gesagt, dass sie in diesem Forschungsprojekt natürlich ihre Erfahrungen als Projektleiterin gut einsetzen konnte und gut brauchen konnte. Sie hat aber auch gemerkt, dass für ein wissenschaftliches Projekt ganz besondere Anforderungen an die Projektleitung gestellt werden. Und ich möchte Regina Hornung jetzt auf die Bühne bitten. Sie wird Ihnen Professor Löw vorstellen und wird dann mit Professor Löw und einigen Teilnehmern an der Projektstudie die nächste Stunde moderieren. Begleiten Sie mit Applaus Regina Hornung auf die Bühne. Es war wirklich eine besondere Herausforderung, dieses Projekt, aber nicht nur für mich, sondern für den ganzen Verband. Da gehören viele dazu, da gehören unsere Atemtherapeuten dazu, die sich sehr stark engagiert haben. Da gehören viele Institutionen dazu, die uns durch ideelle Förderung und auch durch materielle Förderung begleitet haben und gestärkt haben. Es gehört die wissenschaftliche Leitung dazu mit Mitarbeitern und Teilnehmern an der Universität Regensburg. Und es ist, wie gesagt, ein Gemeinschaftsprojekt. Es kann nie nur durch einen allein geleitet werden. Aber ich möchte nicht vorgreifen. Lassen Sie mich kurz resümieren, wie diese Studie begonnen hat. Die AFA hat ja dieses F als Kürzel in ihrem Markenzeichen, mit dem wir gerade werben, das für unsere Qualität der Arbeit, der Atemarbeit steht und wo wir uns auch abgrenzen gegenüber Ausbildungen, die vielleicht nur 14 Tage dauern. Diese jetzt präsentierte Studie, oder die Herr Professor Löw und ich Ihnen heute präsentieren, ist wohl die größte Studie, die die AFA in ihrer 50-jährigen Zeit gemacht hat, um die Wirksamkeit der Arbeit nachzuweisen. Es ist das Gebiet des Burnout gewesen, das wir gewählt haben, weil einfach Lehrerinnen und Lehrer besonders stark davon betroffen sind und weil es ja auch nicht nur die berührt, wenn sie im Burnout leiden, unter dem Burnout leiden, sondern es sind auch die Kinder, die dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden und es zieht Kreise. Wir haben also dieses Projekt, das wir unter dem Arbeitstitel AFA Atemtherapie als Hilfe zur Selbsthilfe bei Stress und Burnout im Lehrerberuf auf den Weg brachten, schon bereits 2003 begonnen. Das hört sich jetzt auch für die, die dieses Projekt verfolgen, etwas befremdlich an, aber 2003 hatte ich den Impuls oder bin ich auf den Weg gekommen, das BMBF, Bundesministerium für Bildung und Forschung, das zu diesem Zeitpunkt einen Forschungsdialog ins Leben gerufen hat, um Leitvisionen zu erstellen, die Schwerpunkte setzen können für die Menschheit im 21. Jahrhundert, wie sie leben können. Und diese Leitvisionen lauteten, den offenen Zugang zu den Lernwelten von morgen schaffen, Leben in der vernetzten Welt, individuell und sicher, das Denken verstehen,
und gesund durch Prävention. Zu letzterem Leitpunkt schrieb das BMBF einen Wettbewerb aus, an dem, wie ich fand, die AFA sich beteiligen sollte, weil wir natürlich mit unserer Atemarbeit auch sehr viel präventiv arbeiten können und bewirken können. Es ging uns, wie gesagt, darum, diese wissenschaftlich belegte Wirksamkeitsweise oder Nachweise für unsere Arbeit darzustellen, um den Leistungserbringern bei den Krankenkassen zu zeigen, dass diese Arbeit es wert ist, anerkannt zu werden. Das ist das Ziel der ganzen Forschung, die wir seit langem betreiben und die jetzt eben in diesem großen Projekt sich zeigt. Wir wollen ja auch solchen Menschen, die aus finanziellen Gründen schwer diese Arbeit annehmen können, eigentlich sie präsentieren und auch ihnen helfen. Für unsere Bewerbung beim BMBF, wie gesagt zum Thema Gesund durch Prävention, konnten wir in dieser ersten Phase den Bereich Naturheilkunde der Charité als wissenschaftlichen Leiter oder wissenschaftliches Institut bewerben. Und Herr Dr. Stange hat schon mit Caroline von Steinecker, die heute Morgen diesen wunderbaren Vortrag zu unserer Geschichte, zur Geschichte der AFA hielt, dort auch schon die Atemarbeit mit Asthma als Studie auf den Weg gebracht. Den zweiten wissenschaftlichen Leiter erhielten wir über eine Empfehlung aus San Francisco. Wir sprachen heute Morgen davon, dass Atemarbeit international ist und da hat sich es auch wieder bestätigt. Herr Dr. Eberhard Mehling, der lange in Deutschland gearbeitet hat und dann in die USA ging und der auch eine Studie mit Rückenschmerzpatienten durchgeführt hat, empfahl uns Professor Dr. Thomas Löw. Und der in den Fachkreisen als Papst der funktionellen Entspannung, jetzt kommt für mich das immer schwierige Wort, apostrophierte Mediziner, sagte freundlicherweise zu. Die von uns für ein Forschungsvorhaben vorgelegte Konzeption wurde beim BMBF leider nicht angenommen. Es war damals, wurde dann aus dieser Vielzahl der Bewerbungen der Schwerpunkt Kinder gesetzt, aber wir wurden aufgefordert, weiter uns bei diesen Wettbewerben zu beteiligen. Dann standen wir da. Wir hatten nicht die Förderung der Forschung aus dem BMBF und wir mussten uns selbst genügend Mittel suchen, um dieses Projekt auf die Beine zu stellen. Es begann die Suche nach Unterstützern und Sponsoren und wir mussten natürlich auch wählen. Wir hatten zwei exzellente wissenschaftliche Leitungen und wir mussten wählen, weil wir es einfach nicht finanziell schaffen konnten. Und wir haben Professor Löw gewählt, weil wir von verschiedenen Stellen gehört hatten, dass Studien, die mit papierenden Fragebögen umgehen, ein großes Risiko darstellen. Und Professor Löw hat den Schwerpunkt Informatik und konnte uns anbieten, diese Studie über ein virtuelles System zu begleiten. Ganz konkrete Hilfe, also in Form von Geldspenden, konnten wir von der Mittelstenscheid Familienstiftung einwerben. Hier war es besonders Frau Charlotte Mittelstenscheid, aber auch Dr. Dieter Mittelstenscheid und seine Schwester, die uns wirklich eine großzügige Spende für dieses Projekt bewilligten. Herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal. Ja, Sie werden jetzt merken, so eine Einführung ist auch mit viel Dank verbunden, aber ich meine, wir haben wirklich viel gearbeitet und die Menschen, die gearbeitet haben, sollten auch und die auch dazu was getan haben, sollten auch mit ihrem freundlichen Applaus bedacht werden. Gut, der weitere Dank ging dann an unseren damaligen Vorstand. Gabriele Nordmann war damals die erste Vorsitzende und sie hat den ersten Kontakt zu dieser Stiftung, der Mittelstenscheid Familienstiftung, hergestellt und auch die Einwerbung ganz aktiv betrieben. Der Vorstand, Monika Knüns war damals noch zweite Vorsitzende, hat das Projekt bei dem ersten der Information sofort angenommen. Auch da herzlichen Dank nochmal dafür. Außerdem ist den Mitgliedern zu danken, weil sie mit den Geldern, die sie in den Verband als Mitgliedsbeitrag einbringen, natürlich auch einen großen Teil oder zum gleichen Teil, wie die Spende war, auch dieses Projekt finanziert haben. Und Sie können sicher sein, dass wir mit diesem Geld ganz sorgfältig umgehen, weil ich weiß, es ist nicht leicht, wenn man anfängt oder wenn manchmal auch die Atemarbeit nicht so gut ankommt, wie man es sich wünscht, den Mitgliedsbeitrag zu zahlen.
Also auch hier ein herzliches Dankeschön an die Mitglieder. Gut, wir sind beim Danken. Wir hatten verschiedene Kontakte natürlich. Das bewirkt so ein Forschungsprojekt auch, dass man in die Wirtschaft, in Institutionen geht, um sein Projekt vorzustellen, um Spenden einzuwerben. Und hier hatten wir große ideelle Unterstützung von der Unfallkasse Berlin-Brandenburg, von der deutschen BKK. Ich habe gehört, ein Vertreter der BKK ist auch beim Kongress anwesend. Und auch natürlich die Institutionen, die Lehrer und Lehrerinnen erreichen konnten, waren hilfreiche Unterstützer. Hier muss man besonders nennen, also das Ministerium für Unterricht und Kultus hier in Bayern. Herr Dr. Ellegast war da unser Ansprechpartner und die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport in Berlin, Frau Müller-Heck. Außerdem hat uns das Katholische Schulwerk unterstützt, Frau Benhausen, zu denen ich auf einen Kontakt von einer unserer Therapeutinnen gekommen bin. Auch denen mein Dank. Gut, wir haben uns mit Trägern wissenschaftlicher Einrichtungen in Verbindung gesetzt, mit Stiftungen. Es wurde viel an Ratschlägen für uns bereitgehalten, aber die finanzielle Unterstützung war dann doch nicht mehr so weitreichend einzufordern. Wir haben uns aber dann mit dem, was da war, begnügt. Dank der Unterstützung dieser Institutionen im Lehrerinnen- und Lehrerbereich, also im Schulbereich, konnten wir dann mit 8.000 Faltblättern und 1.500 Plakaten circa theoretisch 45.000 Lehrer über unser Projekt informieren. Es ist eine riesige Summe, die man da hört, und man denkt sich, wunder, wie viel jetzt Resonanz kommt. Aber Professor Löw, ich musste ja immer viel lernen, meinte, ein Promille, wenn wir erreichen würden von dieser Zahl, wäre schon eine ganz, ganz gute Quote. Ich kann Ihnen im Vorfeld sagen, wir haben es erreicht. Es haben sich 1.100 Lehrerinnen und Lehrer auf der Homepage, die die Universität Regensburg eingerichtet hat, www.forschen.org, informiert. Wir haben am Beginn der Studie über 390 Lehrer, Lehrerinnen und Lehrer gehabt, die sich auch angemeldet hatten. Und wir haben dann in der realen Settingphase 172 Lehrerinnen und Lehrer gehabt, die vorher und nach den Settings vor und jeder Stunde circa 1.100 virtuelle Fragebögen ausgefüllt haben und 2.500 Beobachtungsbögen. Ich weiß nicht, wie viele Lehrer jetzt da sind, aber ich finde dieses Engagement und auch die ganzen Gruppensettings ohne Ausfall kontinuierlich durchzuziehen, im Winter bei Schnee, bei Eis, bei einer Stunde Anfahrtszeit, da gehört eigentlich auch ein großer Applaus, auch wenn er jetzt nicht ankommt. Ja, jetzt steht in meinem kleinen Skript hier, das war natürlich nur möglich, weil unsere Kolleginnen und Kollegen eine atemtherapeutische Intervention vorbereitet haben. Also die Settings mussten ja durchgeführt werden. Und wenn hier steht einfach atemtherapeutische Intervention, dann kann ich jetzt durch verschiedene Punkte mal aufzeigen, was das bedeutet. Es bedeutet, dass sich die Therapeuten, die sich in zweimaligem Aufruf gemeldet hatten, auf eine umfangreiche und zeitaufwendige Bewerbung eingestellt haben und die uns zugestellt haben und sich von unserer Kommission für Ausbildungsfragen bewerten ließen. Sie haben sich Zeit genommen für regelmäßige gemeinsame Treffen und haben auf diesen Treffen nicht nur aktiv gearbeitet, sondern sie haben sich auch noch belehren lassen. Sind alles gestandene Atemtherapeuten. Wir hatten Wettbewerbsbedingungen, die mindestens 2 Jahre Atemarbeit nachweisen mussten, eigene Praxis und so weiter und so fort. Und es ist sicher auch hier immer wieder eine große Motivation zu sagen, wir lernen was dazu und wir lassen uns belehren. Es musste ein Schulungsmanual erstellt werden und was für frei arbeitende und auch nach dem Gefühl und der Intuition gehende Therapeuten sicher eine nicht geringe Anstrengung ist. Es musste strikt danach gearbeitet werden und der eigene Stil musste beibehalten werden. Also Sie hören aus diesem Dreigestirn, es war sicher keine leichte Aufgabe. Und die Therapeuten haben auch noch selbst Teilnehmer akquiriert, weil wir eine Phase hatten, die aus verschiedenen Dingen bedingt war,
wo es notwendig war, nochmal Teilnehmer nachzuakquirieren. Auch da war großes Engagement da und sie haben auch die hohe Kunst fertiggebracht, die Teilnehmer vom Anfang bis zum Ende der Settings, also das ist im höchsten Fall 16 Wochenstunden gewesen, zu motivieren und auf dem Hocker zu behalten. Lehrer haben sehr wenig Zeit, meine Damen und Herren. Sie haben sehr viele Angebote und wenn ich mit dem Kultusministerium gesprochen habe, weil wir diese zweite Bewerbungsphase machen mussten, dann musste ich auch mal einfach kritisch anmerken, dass Angebote an Lehrern unkontrolliert und unreflektiert in einer Masse an die Schulen kommen, dass die Wahl gar nicht mehr möglich ist. Also Angebote können von Lehrern gar nicht mehr angenommen werden oder auch nur angesehen werden, weil eine Flut sie praktisch einfach überdeckt und viele gehen dann in die Resignation und gucken erst gar nicht hin. Also all das sind nur so kleine Stichpunkte, die Ihnen zeigen sollen, dass es ein Projekt war, das wirklich eine hohe Herausforderung für uns war. Und weil ich der Meinung bin, dass gerade unsere Therapeutenkollegen aus Berlin und aus München doch eine sehr große Leistung gebracht haben in all dem und sie waren einfach der Schlüssel für die Vorbereitung auch und für die Durchführung, möchte ich die hier anwesend sind, doch gerne mal auf die Bühne bitten. Das ist aus Berlin und ich weiß, sie ist in der Konzeption des Schulungsmanuals federführend gewesen und ich weiß auch, sie ist jetzt bei einem Workshop, war Cordula Albes. Sie hat gemeinsam mit ihrem Mann Christian Großheim eine Praxis in Berlin und ist Lehrerin an der Schule und Lehrer an der Schule von Erika Kemmern. Ich weiß nicht, ob die beiden da sind. Gut. Dann war Christian Großheim, dann war Dieter Gebel und Heide Schiefer beteiligt, Christiane Meissner-Pieser. Ja, bitte, komm doch mal rauf.